Hallo liebe Leute, ich bin mitten auf dem Sommerlager in Hasloch in der Pfalz. Ich teste seit einer Woche das Struger von Manly. Die zweite Woche hat begonnen. Camper schlafen noch. Wir machen eine 2-Tages-Tour mit Planwägen. Und da war das Messer natürlich auch immer zuverlässiger Partner. Ich möchte jetzt noch kein Fazit stellen, weil ich noch eine Woche Sommerlager habe. Ich werde dann zu Hause das Fazit geben. Hallo Leute, nun nach fast 4 Wochen Test möchte ich meine Einschätzung zu diesem Struger von Dirk Wanger geben. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte und deswegen auch nochmal meinen Dank an ihn und Stefan 123321 dafür, dass ich dieses Messer überlassen bekommen habe für diese Zeit. Und ich muss sagen, das ist analog, genau wie beim Liegeradfahren. Man kann alles mögliche in Foren lesen, aber so den richtigen Eindruck, den hat man wirklich nur, wenn man es in der Hand hat, wenn man es benutzt und wenn man auch mal drüber schlafen kann und so weiter.
Also mit dem Messer bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe das wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ich muss sagen, die Qualität hat mich wirklich gut überrascht und mir sehr gefallen. Der Stahl hat in der ganzen Zeit, obwohl wir auch wirklich feuchtes Wetter zwischendrin hatten, also feuchte, klamme Nächte, hat kein Rost angenommen oder irgendwas. Ich hatte erst gedacht, da waren ein paar Punkte, aber das sah so aus wie Flugrost, aber das war einfach mit dem Daumen so wegwischbar. Also es war so oberflächlich, es war wirklich gut. Das Messer hat sich wirklich als ein Drugar, ein Freund erwiesen. Gut, ein paar Dinge möchte ich trotzdem anmerken. Also mir gefällt die Handlage absolut und die Optik, dass es ein bisschen wie Ebenholz ist, dieses Mikata oder G10 gefällt mir sehr gut. Ich brauche die Jimpings hier unten nicht. Die hier oben fand ich praktisch, aber die hier unten brauche ich nicht unbedingt. Meine persönliche Meinung. Qualität des Stahls finde ich sehr gut. Allerdings habe ich das Messer auch stark rangenommen und hier irgendwo habe ich eine ganz leichte Stelle, wo ein bisschen rauer geworden ist. Ich habe es, wie gesagt, 4 Wochen nicht geschärft. Die Kydex, die hat man am Anfang gesehen, die habe ich so diagonal auf der linken Seite getragen am Gürtel und das war die sicherste Methode. 2 Wochen habe ich die Kydex getragen und 2 Wochen habe ich diese Lederscheide getragen und deswegen möchte ich die noch mal ins Licht halten. Hier ist das Leder leider etwas zu dünn, sodass es ein wenig angefangen hat hier einzureißen. Wie gesagt, ich habe das Messer wirklich, kann man fast sagen, Tag und Nacht dabei gehabt. Wir hatten den Sturm gehabt und es war gut, dass es am Gürtel war, aber mit der Kydex habe ich mich noch sicherer gefühlt. Und ich würde die Horizontal-Trageoption bei dem Leder wegmachen und dafür hier ein dickeres, stabileres Leder für die Gürtelschlaufe nehmen. Es gibt diese Messer natürlich auch mit der Möglichkeit einer etwas überlappenden Schlaufe hier, sodass man es tiefer trägt. Aber das war okay noch gerade. Das hat mir noch okay gefallen. Man konnte das T-Shirt schön hier hinter den Messerrücken hier einklemmen und das Messer sicher in die Scheide zurückstecken, ohne dass man hier das T-Shirt geschnitten hat. Die Kydex wünschte ich mir mit auch so einem, mit einer Schlaufe. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden, kann ich nicht sagen. Ja, Gott sei Dank. Also, das ist mein Fazit zu diesem Messer. Und ich hoffe, ihr konntet mit meiner Einschätzung was anfangen. Bin dankbar, dass ich das auf Herz und Nieren prüfen konnte. Und so, dann geht es jetzt an den nächsten Tester. Und tschüss, Leute.